Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Ü56-D. Heute ist das Intro relativ schnell. Wir kriegen gleich einen Einsatz und ich würde sagen, los, ab mit dem Video. Bank, 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 Bank. Nämlich, meine lieben Freunde, die Bank wurde gerade überfallen. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell hin und die Verbrecher auf jeden Fall mal fangen. Ich fahre erstmal vollkommen gegen den Baum rein. Alles klar. Wie schon mal in einer Folge erstmal voll gegen die Bank fahren. Oh, je, je, je. Zack, hab ihn. Hab ihn getasert. Yeah. Geil. War das der einzigste? Wir müssen nochmal reingucken. Ich gehe nochmal kurz drin gucken, ob da noch jemand drin war. Hier ist es keiner mehr drin. Das war der letzte. Genau. Gut, das war jetzt der einzigste, der jetzt die Bank überfallen hat. Dann würde ich sagen, bringen wir den noch gleich mal zum Gefängnis. Haben wir direkt mal wieder, ganz direkt zum Anfang, wieder einen Gefangenen hier von der Bank. Damit sage ich, überfallt nicht die Bank, weil wir kommen und kriegen euch. Ja, genau. Hast du auch was zu sagen? Gerade nicht. Gut. Nur, wir haben gefühlt das gleiche gehabt wie die 7. Folge. Ja. Es ist wieder im Parkhaus. Es wird wieder die Bank überfallen. Es ist krank. Wäre auch noch krass. Oh, der hat so 50 XP, geil. Bank. Wieso Bank? Die wurde doch gerade erst überfallen. Ja, ich war. Ach so. Ach so, ja. Ja, stimmt. Sorry, ich war gerade voll verpeilt. Okay, da wurde eine Vending Machine überfallen. Die ist beim ADAC. Ja, gut, die ist ja. War ja aber. Lass mal zum Container. Lass mal zum ADAC fahren. Zum ADAC? Okay. Ja. Ja, okay, dann fahren wir einfach mal rüber. Weil wir müssen den Motor abholen, weil er sein Auto ist kaputt. Ach so, ja gut, ja, okay. Ja, beim ADAC. Ach so, ja, wow, ich muss sowieso zum ADAC. Mein Auto ist eh bald Schrott. Können wir sowieso mal auffrischen. Oh, oh, Kurve. Unfall fast. Wo bist du gerade so? Ich hole gerade Motor ab. Ich bin mal im ADAC. Ah, perfekt, der Juwelier wird nämlich überfallen. So. Wo ist denn Motor überhaupt? Geh weg, hallo, weg. So, hey, wo ist denn Motte? Hä? Motte ist ja gar nicht mal hier. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich fahre auf jeden Fall jetzt mal zum Container, weil nämlich dort... Oh! Kannst du mich grüßen? Steht hier unten. Ariane 20131221. Fühl dich gegrüßt an der Stelle. Genau, ich grüße dich einmal. So, was haben wir hier? 29. Hat 29 was? 29? Hat nicht. Nee. Okay. Wow. Fahr doch noch vollkommen in mich rein. Hier, guck mal. E-Klasse. Guck mal hier die E-Klasse. Hat er was vielleicht? Ja, der hat Platte Reifen. Guck mal, ob 10 was hat. Bitte. Auf jeden Fall erstmal frontal in ihn rein. Ich hoffe, dass er irgendwo dann stecken bleibt. Hat 10 was? Guck mal mit ja, 10. Ja, 10 pH. Ja, 10 pH hat was, ja. Ich habe ihn auf jeden Fall eingepackt. Warte, ich taser ihn. Ja, er sitzt noch im Auto drin. Ja, hab ihn. Wow. Aber taser den anderen. Der hat safe auch was. Ja, hab ihn nicht gekriegt. Ich war zu nicht intelligent genug, ihn zu tasern. Komm her, wir kriegen dich, wir kriegen jeden. Lasst auf jeden Fall erstmal Abo, Like, da würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Nee, du musst weiterlaufen, das ist zu weit weg. Was zum Glück habe ich einen guten Game Pass. Nein, er dreht sich um ab und zu. Nein. Du bleibst jetzt hier mal ganz gepflegt stehen. Hab ihn, yeah. Okay, damit haben wir schon unsere, mit dem einen, der noch im Auto sitzt, den nächsten Vehicle Warning. No. Bleib mal hier. Mein Auto wird gleich weg, wenn ich hier nicht langsam mal... Ah, nee, okay, der eine hat's gelieft. Nein, nicht jetzt Taste. Hallo, danke. Nein, mein Auto wurde despawned. Komm mal zurück. Ja, ich habe keine Engine mehr, komm mal weiter. Zurück. Ja, ich versuche schnell zu machen. Okay, er ist in deinem Auto drin. Warte, kann ich überhaupt noch einsteigen? Ja, okay, ich kann noch einsteigen. Fahr mal zur Polizeiwache, bitte, damit ich mein Auto wieder bekomme. Ja, weil es angeblich stuck wäre, das Auto. Hat er mir jetzt das Auto despawned, in dem Moment, wo ich einsteigen wollte. Richtig geil.
Also danke an der Stelle an Notruf Hamburg. Also wirklich, das muss ich jetzt nicht. Also die Stelle jetzt, wo ich stand ganz normal auf der Straße, habe Handbremse angezogen. Also das muss ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstehen. Wieso ich da jetzt plötzlich. Darf ich eigentlich noch den einen haben jetzt in deinem Auto? Ja. Fahren wir die jetzt als. Ja, komm, fahr zum erst zum Gefängnis und dann fahren wir Auto holen von mir. So, dann sind wir auch gleich beim Gefängnis. Es laggt auf jeden Fall ein bisschen. Auf jeden Fall, wer ist Erik? Und du sagst ja. Auf jeden Fall die korrekte Antwort. Fahr doch noch weiter weg, da vorne ist das Dings. Juwelier, nice. Alles klar. Welcher war denn? Welchen konnte ich rausnehmen? Den da konnte ich rausnehmen, ja. Den anderen musst du rausnehmen. Ich kann ihn nicht rausnehmen. Ich kann das ist ein Polizist. Ach so, das ist ein Polizist. Ja gut, dann fahr mich mal kurz zurück. So. Okay, bin drin. Ares Fuel, Juwelier. Auf jeden Fall läuft's heute. Oder beim Chef Ares. Nee, das schaffen wir nicht. Komm, hol einfach kurz mein Auto, dann können wir wieder fahren. Ja, okay, fahr einfach weiter. Ich lauf zurück. Ich habe ja genug Energy und dann gibt es natürlich wieder einen kurzen Zeitraffer für euch, meine lieben Freunde, indem ich hier 100 Jahre zurücklaufe. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt schon 110 XP. Jetzt sind wir auch wieder in der Polizeiwache. Jetzt laufen wir einmal ganz geschwind durch. Und dann haben wir jetzt auch gleich unseren nächsten, haben wir unseren X3 hier wieder. So, einmal einsteigen. So, okay, ich sitze mit dem X3. Hast du den Typ von der Ares gekriegt oder warst du jetzt schon zu spät, Marc? Ich war zu spät. Okay. Es kann vielleicht sein, dass beim Juwelier noch was ist. Also, ob vielleicht noch was ist und gleich nochmal eine Meldung kommt. Ja, alles klar. Ich kann prophezeien. Ich war zum Juwelier. Ich war nämlich schon auf dem Weg dorthin und bin jetzt auch da. So, da ist auf jeden Fall ein Krankenwagen. Der macht hier ein bisschen Rambazamba. Ja, hab ihn. Geil. Ich hab den einen, der jetzt hier den Juwelier überfallen hat. Den konnte ich jetzt gleich einmal mitnehmen. So, zack. Okay, damit haben wir den nächsten. Wow, Alter, rammt mich doch. Aber er hat mich wenigstens in die richtige Richtung gedreht. So, gut. Dann haben wir jetzt den nächsten jetzt in unserem Auto drin. Können wir auch den nächsten gleich mal abgeben. Erik, ich bin gern größter Fan. Kannst du mich meine Freundschaft an der Frage annehmen? Nein, ich hab das schon mal gesagt. Man kann jetzt verfolgen. Ich hab das eingestellt. Ich kann den nicht rausnehmen, was? Hä? Nee, er sitzt auf der Seite. Hö, das macht ja mal gar keinen Sinn. Aber, ja, ich weiß. Aber, oh, ich habe zwei Leute im Auto sitzen? Lol, ist bei mir einer eingestiegen. Hä? Ach so, hä? Okay, das macht keinen Sinn. Ja, aber ich nehme keine Freundschaftsanfragen mehr an. Wo bist du? Was? Wo bist du? Ich bin gerade beim Gefängnis und bin jetzt beim Kreisel. Okay, warte mal dort. Warum steigen... Bist du jetzt ernsthaft hierher gefahren, nur um mir die Leute ins Auto zu stecken? Ja, manche wollten bei dir mitfahren. Ja, nee, ich nehme aber keine Leute mit mehr. Weil mein du hast Auto auch noch einen Platz. Ja, der wird jetzt gleich auch noch besetzt. So, jetzt ist mein Auto voll. Jetzt kann ich auch keine Kriminellen mehr mitnehmen. Nimm doch den Amarok. Ja, aber der Amarok ist langsam. Dann nehme ich G-Klasse. Ja, okay, die G-Klasse ist wenigstens... Ja, ich will mit dem X3 fahren. Der ist ziemlich schnell. Deswegen feiere ich den auch. Dann holen wir eben die G-Klasse. Mann, aber nächstes Mal fahre ich immer im X3. Dann kann ich aber nächstes Mal keine Leute mitnehmen. So, G-Klasse. So, jetzt könnt ihr auch alle mitnehmen und ich kann noch Gefangene mitnehmen. So, rein. Ist das jetzt ernsthaft nur der eine? Nee, da hinten kommt noch der Rest. So, Leute, rein mit euch. Ich muss auf jeden Fall mal tanken, ich habe nur noch 2 Liter. Komm, einsteigen. Mein Zuschauer, bin's Motte. Ach so, ja, stimmt, der hat sich einen 2. Account gemacht, weil sein erster Account wurde einfach von Notruf Hamburg gebannt, anstelle Notruf Hamburg. Ich fände es ganz interessant, mal zu wissen, was er denn gemacht hat. Ich weiß wirklich nicht, was er gemacht hat und ich tue jetzt auch nicht so, lasst ihn wieder frei. Wäre auf jeden Fall schön, wenn er das macht, aber vielleicht gibt es ja auch einen bestimmten Grund. Ja, wahrscheinlich darf ich ihn auch nicht wissen, das ist wahrscheinlich auch noch so ein Ding. Ja, aber wäre mal schön zu wissen. Ich muss sowieso mal zu Gas and Go. Danke, Marc. Warum fährst du mich rein? Ja, warum fährst du in mich rein? Ich fahre ganz normal auf meiner Spur. Du fährst voll mir ins Gesicht rein. Naja, gut, egal. Ich muss sowieso mal zu Gas und Go, weil ich muss nämlich mal mein Auto... Stopsticks! Okay. Stopsticks? Wo? Okay, welches Auto zumindest? Sag mal. Dann kann ich wenigstens schon mal... checken, welches Auto. Achso, jetzt habe ich wieder einen.
Das ist nämlich das Problem, weil ich vergesse nämlich Leute. Okay, der Juwelier wurde überfallen, dann fahren wir nochmal schnell dahin. Ja, wie ich fahre zum Juwel. Wir sind aber ziemlich langsam. So. Okay, der hat nichts. Hat Ariane was? Nee, Ariane hat nichts. Hustensaft hat auch nichts. War nur ein Spaß. Aber die haben alle nichts. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wer überfallen hat. Nein, ich nehme keine Leute mit. Ich kann das nicht. Ich kann keine Leute mitnehmen. Ich nehme die Polizisten mit, aber den Rest nehme ich nicht mit. So, ein... Nein. Ich nehme nur die Polizisten mit. Ich bin Polizeiauto, kein fremden Fahren mit Auto. Naja, ich weiß, dass es ja Zuschauer sind, aber trotzdem nicht. So, jetzt sind jetzt alle... Ja, dann mach Polizist. Hier drin wird was überfallen. Ne, hier drin wird überfallen. Also, hier wird drauf rumgeschlagen, aber nicht überfallen. Okay. Mein Mund ist auch sautrocken von dem ganzen Reden. Oh, jetzt habe ich meinen Motor ausgemacht. So, alle, die mitfahren, können jetzt bitte einmal einsteigen. Und ich habe festgestellt, mein Spiel ist wahrscheinlich noch mega laut, ne? Ne, es ist auf leise eingestellt. Boah, was ein Glück. Lass. Ja, einsteigen, komm. Steig ins Auto rein, steig selber ein und dann fahren wir jetzt erstmal zurück. Und er ist gelieft. Nice, okay, brauchen wir nicht zum Gefängnis fahren. Und ich habe tatsächlich auch noch, jeder im Auto hat jetzt auch XP bekommen, auf jeden Fall richtig geil. Kannst du mich grüßen? Ja, wie heißt du denn? Aber fühl dich erstmal gegrüßt, wenn, solange ich nicht weiß, wie du heißt. Versuchte Festnahme, ja, ist schon klar. So, wen haben wir denn überhaupt jetzt noch hier? 29, 65, 10 PH hat schon wieder was. Letztes Mal war er beim Hafen, deswegen würde ich sagen, fahren wir jetzt. 07 hat nichts. Würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal ganz geschwind zum Hafen. Ja, ich lasse mich nicht blitzen. Ey, das war gefühlt von einer halben Stunde. Ja, aber der hat wieder was. Also der hat zumindest wieder was, deswegen fahre ich jetzt einfach mal. Aber der muss ja nicht heißen, dass er genau da ist. Ja, keine Ahnung, ich kann ja trotzdem mal den Hafen checken, vielleicht überfällt ja jemand was. Ich weiß es doch nicht. Weil es wird gerade sowieso nichts überfallen, also kann ich jetzt sowieso mal zum Hafen fahren. Hab sowieso ja gerade Zeit. Und der Toolshop! Und ich bin auf dem Weg. Und ich bin auch schon auf der Hälfte, bin ich da. Nice, okay. Gut, let's go auf zum Toolshop. Ja. Gut. Fahren wir einmal mal ganz geschwind zum Toolshop. Kannst du bald wieder live machen? Ja, wir können bald wieder live machen. Es kann aber noch eine Zeit dauern. Nicht jetzt direkt. Ja, da ist 10 PH. Da haben wir ihn wieder. Sogar mit Stopsticks. Okay, alle verkackt vom Tasern her. Ja, zack, hab ihn. Hab. So, einmal einsteigen, bitte. So, okay, dann haben wir direkt wieder, schon wieder den selben gefangen jetzt hier, den wir auch eben schon gefangen haben am Hafen. Ja, perfekt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, erstmal hier die Autobahn dann zu fahren. So, einmal aussteigen. So, einmal aussteigen, einmal festnehmen hier. So. Und dann ist der nächste, wieder im Gefängnis. Genau. Gut. Und ich muss jetzt mal zum ADAC, weil mein Auto ist nämlich gleich Schrott. Mal schnell beim ADAC reparieren. Und dann können wir auch gleich wieder weiter Verbrechen bekämpfen, wenn es überhaupt welche gibt. Hallo. Ja, ich habe die Vorfahrt genommen, ich weiß. Da kommt der Zug. Yeah. Ich will aber zum ADAC. Liebe Leute. Nein, liebe Käute. Abo und Like nicht vergessen, euer Motte. Geil. Okay, orangener Lambo, der hat auf jeden Fall was. Danke. Dafür liebe ich diese Leute. Danke. Ernsthaft jetzt. Das ist jetzt... Mein Auto steht am Kreisel beim Toolshop, also in der Nähe des ADACs. Und ich will zum ADAC mein Auto reparieren und mein Auto ist jetzt kaputt. Und wir haben wahrscheinlich kein ADAC da, wie ich's liebe, ne? Ja, kein ADAC. Nice. Und ich habe 5 Leute im Auto sitzen. Ich bin jetzt das Ketchup-Mobil. Du bist jetzt das Ketchup-Mobil? Ja. Ich versuche hier auf jeden Fall einen zu fangen, der so ein bisschen Rambazamba macht hier. Okay, hat auf jeden Fall nichts.
Ah, der hat schon platte Reifen, nice. Ah, mein Auto ist Schrott. Ja, wenn ich mal wenn ich jetzt wieder ein neues holen gehe, dann, ja, ich weiß nicht, wie viel dein Auto noch Leben hat, aber weißt du noch, wo ich mich mal ein Auto reingesetzt habe und du mein Auto angeschoben hast, das anfing zu rollen? Das wäre ganz geil, wenn wir das wieder machen können, weil wir schieben es jetzt gerade einfach zum ADAC. Ja, das kann jetzt erstmal 100 Jahre dauern. Hallo. Ja, hier ist unser Auto. Ist kaputt. Aber wenn ich jetzt beim Dings ein neues Auto hole, dann stehen die alle hier. Ja, okay, ich hoffe, die warten hier. Bring mich mal kurz zurück und wartet mal. Ja, die hören dich ja nicht, ich muss beschreiben. Ja, wartet hier. So, und jetzt hört auf, die ganze Zeit alle einzusteigen. Und jetzt fahr einfach. Wir kommen ja eh gleich wieder. Keine Sorge, wir kommen eh. Ja, wartet doch hier. Marc, was machst du da? Hilfe! Ja, wir werden hier eingeparkt, ich kenne das. genau, fahren wir einmal zur Polizeiwache zurück. Nicht zum ADAC, aber ADAC bringt mir ja nichts. Ach so, ja, stimmt. Oh mein Gott, warum steige ich vorne aus? Bin ich eigentlich komplett doof. Ich hätte ja bei dir mitfahren können bis hinten hin. Oder ich nehme schnell die G-Klasse. Ja, nee, ich fahre auch mit der G-Klasse einfach. Wir holen die jetzt wieder. So, let's go, einmal alle einsteigen. Oh, warte. Ja, du hast mich ein bisschen nach vorne geschoben. So, okay. Auf geht's, der Rest holen. Den Rest haben wir noch verloren. Natürlich, tja, wir holen den Rest ganz schnell herbei. Wo haben wir die Vendingmaschine hier? Ah, beim ADAC, perfekt. Ja gut, da müssen wir sowieso hin. Also können wir da sowieso auch mal hinfahren. So, zack, einmal durch. Ich muss hier durch. Danke. Okay, gut, dann holen wir einmal den Rest hier ab. Den müssen wir auch noch schnell holen. So, ich hoffe, die können alle schnell einsteigen. So, komm. Go, go, go. Alle einsteigen. Okay, alle drin. Okay, Gas und Go wurde jetzt überfallen. Schaffen wir jetzt nicht mehr. Okay, der Automat ist auch durch. Ja. So, meine lieben Freunde, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wir spielen Auto Farmburg. Und bis dahin, ciao. Und meine lieben Freunde, falls ihr mich unterstützen wollt, geht das natürlich ganz einfach. Und zwar, ihr könnt bei meinem normalen Profil erstmal hier runterscrollen auf klassische Kleidung, dann auf Shirts. Dort gibt es eine Auswahl an Shirts von mir, die ich selber gemacht habe. Manche davon sind jetzt hier nicht verfügbar, die bleiben nicht verfügbar, aber es gibt halt die ganz normalen und ein paar neue. Könnt ihr euch mal gönnen. Und meine lieben Freunde, wenn ihr bei meiner Gruppe auf Shop geht, könnt ihr dort auch ein paar Kleidungsstücke kaufen. Dort sind auch ein paar drin. Weitere Kleidungsstücke werden nicht mehr auf meinem Profil kommen, sondern in der Roblox-Gruppe. Und dann könnt ihr natürlich noch auf meinem Kanal Mitglied werden. Schaut es euch an. Ein Video, wie ihr dann die Discord-Ränge bekommt, ist natürlich auch ein extra Video auf meinem Kanal, könnt ihr euch anschauen. Und jetzt bin auch ich raus.